ist eine Wundertüte. Je bunter, desto besser. Kleine Die Flippers spielen musikalisch und modisch in ihrer ganz eigenen Liga. Und das mehr als 4 Jahrzehnte lang bis zu ihrem Abschied 2011. Nur Olaf, der kann einfach nicht aufhören. Der Flipper-Style muss schließlich weiterleben. Wir haben teilweise uns gar nicht abgesprochen. Manchmal hat das überhaupt nicht gepasst, was wir da anhatten. Aber wir waren die Flippers und es war wie die Faust aufs Auge. Es war immer Weltklasse. Die Trennung der Flippers, damals natürlich ein Schock für viele Fans. Die Lieder der Flippers, die ihre Wurzeln in Knittlingen haben, sind den Menschen einfach ans Herz gewachsen. Die trennen sich müssen, Freude und Leid gibt es zu jeder Zeit. Die Lieder sind 4 Sets. Wir gehen ins Herz rein und vor allen Dingen sind auch Texte dabei, die einen Sinn haben und die nicht bloß lala und bla bla so, sondern es ist, steckt immer Sinn dahinter. Sonne von Barbados oder muss kein Regen, das ist eigentlich alles schön. Mir fällt es eigentlich, weil man jedes Wort versteht und ist ja nach meinem Geschmack. Die Fans haben sie geliebt, bis zum Schluss. Flippers Schlagzeuger Manfred Durban, hier rechts im Ledermantel, ist vor 7 Jahren gestorben. Bernd Hengst hat sich nach seinem Abschied von den Flippers ins Privatleben zurückgezogen. Schade, denn sie haben mehr als 40 Jahre eine Menge Zeit miteinander verbracht. Das war fast Familie. Ach, wir waren schon Freunde. Ja, wir waren. Also, wir haben ja 180 Termine im Jahr gespielt. Das heißt, jeden zweiten Tag waren wir zusammen und haben den Absacker getrunken. Wir waren schon Freunde. Jetzt, wir hingen natürlich aber nicht wie Kletten noch privat aufeinander, sondern wir haben unsere Musik gemacht und wir einer für alle, alle für einen. Das waren noch Zeiten. Die Flippers sitzen in einem Knittlinger Fotostudio-Modell für das Plattencover ihres Weihnachtsalbums. 1987 ist das, im Frühling. Alles, um ihre Gute-Laune-Musik unters Volk zu bringen. Und Olaf mittendrin, obwohl er musikalisch vorher deutlich anspruchsvoller unterwegs war. Ich habe Musik studiert, war auf dem Konservatorium, habe das extrem betrieben, habe teilweise, allerdings als 25-Jähriger erst, 6-7 Stunden am Tag geprobt, habe Bach gespielt. Aber die ganze Flippermusik, mit der bin ich groß geworden, mit meinen Kollegen. Ich habe das gelernt mit meinen Kollegen von der Pike auf in den Tanzsälen und das macht mir Spaß. Mit der kleinen Eva schaffen die Flippers 1970 den Durchbruch, damals noch zu 6. Dabei bleibt es aber nicht, aus 6 werden schließlich 3. Die hatten so schlechte Zeiten, dass die anderen aufgehört haben, gell? Die sich natürlich, die aufgehört haben, schon in den Hintern beißen. Das kann ich mir auch vorstellen, dass sie das machen. Aber es hat sich so entwickelt und wir haben halt auch in schlechten Zeiten, man sagt hier, das Ränzle ein bisschen enger geschnallt und sind durch und wollten weiter unsere Musik machen, gell? Olaf und seine Flippers-Kollegen sind der kleinen Eva immer treu geblieben, aller Kritik zum Trotz. Sie stehen zu ihren Schlagern. Nur auf das Wort Schnulze reagieren Olaf und Co. ziemlich allergisch. Wer kann den Ausdruck Schnulze in irgendeiner Weise überhaupt prägen? Was ist eine Schnulze? Der Mann, der Kritiker, der verlagert sich auf diese Sache, obwohl er es gar nicht, sagen wir, im Unterbewusstsein, nehme ich an, ja. Er sagt, eine Schnulze ist ein Lied. Das schön dufte, einfach Deutsches, für jedermann verständlich, also für mehrere Leute, nicht für eine kleine Gruppe. Und das noch in Deutsch und das Natürlichste auf der Welt darin vorhanden ist, nämlich dass man sagt, ich hab dich lieb. Bist du 1972 gehen die Flippers sogar in eine Schulklasse, um zu singen. Und sie müssen sich auch für ihre Musik rechtfertigen. Das ist fast schon ein Tribunal. Ich wollte fragen, ob Sie durch Ihre Musik, die Leute sich ja dadurch abspannen, nicht von etwas Höherem eigentlich abhalten. Das
glaube ich nicht. Jeder Mensch hat doch die freie Wahl, sich das anzuhören, was er möchte. Ja? Deswegen ja, halten wir niemanden ab, weil der Markt ist, doch das stimmt, der Markt ist so groß. Es gibt so viele Plattenangebote. Ein Beispiel, im Monat kommen ungefähr 1000 Singleplatten raus. Ja? 1000 Stück, da kann doch jeder machen, was er will. Wir sagen dann. Und die Flippers machen das mehr als 4 Jahrzehnte bis zum Ende der Kultgruppe. Und Olaf macht einfach weiter. Mega erfolgreich und immer noch ein Flipper.